Es wird geschnitten, gekocht und gebraten, denn um 13 Uhr startet die Essensausgabe für bedürftige und wohnungslose Menschen in der Kirchengemeinde St. Christophorus in Berlin-Neukölln. Dann haben wir hier einen Kleinkopf für die Vegetarier, weil wir auch Vegetarier unserer Leute haben. Für die Vegetarier kommt eine Portion Pfefferlinge, die wir zubereitet haben, die wir gespendet gekriegt haben. Und das ist der große Top für die Allgemeinheit. Essen ist fertig. Ein Angebot, das bis zu 100 Gäste regelmäßig in Anspruch nehmen. Ja, das ist wie so eine kleine Insel in Neukölln. Weil draußen ist ja doch ein ziemlich vieles Trubavu und auch nicht so schön und laut und was weiß ich alles. Und dann kommt man hier so rein und patsch. Das ist so ein bisschen wie ein Paradies und man kommt zur Ruhe. Und das Schöne ist, dieses wunderbare Essen, was es immer hier gibt, es, und das spüre ich, das wird wirklich mit Liebe gekocht. Das sind ja Hausfrauen, die das machen. Und so schmeckt es auch. Das schmeckt wirklich wie früher bei Mutter. Und das ist so schön und das ist so ein Geschenk. Denn der Alltag ist schon oft genug herausfordernd. Die persönlichen Geschichten der Gäste sind häufig geprägt von Schicksalsschlägen. Und meine Lebensgefährtin ist vor 3 Jahren gestorben. Die hatte MS. Und da bin ich schon ganz schön in ein Loch gestürzt und vor allem die Struktur ist weg. Ja, ich arbeite nicht mehr, ich bin Frührentner und ich habe damals wirklich jeden Strohhalm genommen und habe, glaube ich, auch in der Zeit das dann hier gefunden. Und das ist nur mit Hilfe der rund 25 Ehrenamtlichen möglich, denn auch sie spüren, dass das Problem der Bedürftigkeit immer größer wird. Ich kann die Welt nicht retten, aber das ist für mich und für meinen kleines Seelenheil ein Schritt, um damit gut umgehen zu können. So geht es auch Gabi Sanitta. Wenn man im Leben viel bekommt, dann kommt auch mal die Zeit, wo man dann auch wieder geben muss. Nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und das ist eine Motivation, hier den Menschen zu helfen. Es soll aber mehr als nur eine einfache Essensausgabe sein. Das ist auch dem Pfarrvikar Pater Kalle Lenz ein Anliegen. Ja, uns ist der Spirit hier tatsächlich wichtig, dass die Menschen und die Gäste hier willkommen sind, dass die gerne hier hinkommen und dass sie persönlich angesprochen werden. Und von vielen kennen wir die Namen und sie kennen unsere Namen. Halleluja! So, Mensch, das sieht doch immer aus. Ne? Ja klar, Mensch, das hier schmeckt gut. Ne? War den ganzen Sommer nicht da. So, das Essen wird wieder gelobt, du, Gabi. Echt klasse. Kurz bevor die Essensausgabe an diesem Tag endet, kommt noch Wisi vorbei. Ja, einmal das warme Essen ist für mich wichtig. Ne? Dass, als Obdachloser gucke ich, dass ich so oft wie möglich an warmes Mittagessen komme. Und weil hier ist ein Standort, der ziemlich nah ist. Ne? Also da gucke ich, dass ich das Angebot auch nutze. Ne?